Liebe Zuseherinnen und Zuseher daheim, wir dürfen Sie heute hier begrüßen bei unserem ersten Pro und Contra live hier aus dem Landtag. In der Corona-Zeit sind die politischen Diskussionen ja ein bisschen zu kurz gekommen, auch zu unserem politischen Leidwesen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir starten heute einmal selber mit einer Diskussionssendung hier aus dem Landtag. Meine Kollegin Brigitte Fopper hat sich dankenswerter bereit erklärt, hier mit uns gemeinsam zu diskutieren. Und sie wird euch jetzt auch die Spielregeln dieser Diskussionsrunde erklären. Ja, guten Abend auch von mir. Die Debatte hat uns gefehlt, vielleicht hat sie auch euch gefehlt. Wir glauben jedenfalls, dass Politik sehr oft aus der Kontroverse entsteht und deshalb wollen wir hier ein Stück weit auch unser gemeinsames Thema, zu dem wir halt völlig verschiedene Ansätze haben, hier diskutieren für euch, mit euch, wenn ihr uns zuschauen möchtet. Unser Ansatz ist der, wir haben keinen Moderator, keine Moderatorin hier. Wir haben gesagt, wir probieren das selbst zu machen. Ihr habt das vielleicht schon in größeren internationalen Kontexten mal gesehen. Wir haben es noch nie probiert, ja. Aber wir versuchen uns wirklich selbst zu moderieren. Wir haben uns Fragen vorbereitet, die wir einander stellen. Sehr kollegial natürlich, Fragen, die uns ein bisschen auch wehtun. Und pünktlich in 20 Minuten ist dann Schluss. Und Sven, wer fängt an jetzt? Ja, vielleicht noch ganz kurz zum Thema des heutigen Abends. Das Thema in dieser Diskussionsrunde lautet Autonomie und Selbstbestimmung in der Corona-Zeit. Ist das eine sinnlose Provokation oder vielleicht eine notwendige Zukunftsdiskussion? Und natürlich, als Gentle Sven gilt der Dame das erste Wort. Bitte, Brigitte, du darfst beginnen. Ja, ich habe eine Frage vorbereitet. Und es ist ja so, wir haben viel über den Südtiroler Sonderweg diskutiert. Wir haben ein Gesetz im Landtag auch gemacht. Und der Landeshauptmann hat da immer wieder auch die Südtiroler Freiheit und die Patrioten und die Aktionen auch, die ja auch italienweit Schlagzeilen gemacht haben, hergenommen dazu, um zu sagen, wir müssen einen Sonderweg gehen, sonst mi scappano di mano. Er hat das irgendwie benutzt. Und ich wollte euch fragen, habt ihr euch da nicht auch benutzt gefühlt? Beziehungsweise lässt ihr euch da vor den Karren der SVP spannen, die ja nie und nimmer dann auch tatsächlich diese Selbstbestimmung umsetzen wird? Mhm. Ja, ich glaube, also das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit, denn ich weiß nicht, ob man dem Landeshauptmann das wirklich abkauft, wenn er sich jetzt plötzlich für die Selbstbestimmung einsetzen würde. Also ich glaube, das haben die Südtiroler schon mitbekommen, dass der Landeshauptmann nicht der erste Streiter für die Selbstbestimmung ist. Was ich schon mitbekommen habe, ist, dass sich die Wahrnehmung in der Bevölkerung zu diesem Thema verändert hat. Es ist plötzlich eine ganz neue Schicht der Bevölkerung ansprechbar für dieses Thema geworden, aber jetzt gar nicht einmal unter dem ethnischen, also Sprachgruppenaspekt, sondern oft Menschen, die vielleicht sich die Frage gestellt haben, ja, tut es nicht dem Land gut, wenn wir eigene Wege gehen? Ist es gut für unsere Autonomie, für unser Land Südtirol, wenn ein Staat für alle gleich entscheidet, weil die Situation ist ja auch ganz unterschiedlich gewesen. Die Regionen in Italien und in Europa haben ja ganz andere Fallzahlen auch in der Corona-Krise gehabt, haben auch ganz andere Voraussetzungen gehabt. Denken wir daran, dass wir eine Grenzregion sind, andere Regionen sind das nicht. Also für die spielt das keine Rolle, ob sie jetzt nach Österreich fahren dürfen oder nicht. Für uns als Region spielt das eine Rolle. Und deswegen glaube ich, war das schon wichtig, weil für mich die Frage, die sich mir gestellt hat, wie gehen wir überhaupt damit um, wenn wir alle immer über Jahre von Europa gesprochen haben und plötzlich gibt es kein Europa mehr, plötzlich gibt es nur noch Nationalstaaten. Und da wäre gleich schon meine Frage an dich, Brigitte. Darf ich aber noch zuerst was nachfragen? Ja, gut. Denn, Frage auszuweichen, die kannst du mir auf jeden Fall stellen. Aber dieses Argument, das du jetzt gebracht hast, dass verschiedene Regionen ja auch verschiedene Wege gehen sollen, das ist eigentlich ein Argument für die Autonomie. Also wir sehen das als Argument für die Autonomie. Weniger im Hinblick auf Corona, ehrlich gesagt, denn dort spricht jetzt weniger die historische Problematik, die spielt weniger mit hinein. Also die Tatsache, dass wir vor 100 Jahren annektiert worden sind, hat mit Corona wenig zu tun. Deshalb haben wir zum Beispiel auch gesagt, jemand in der Basilikata könnte das gleiche Anliegen haben, mit den gleichen Fallzahlen einen eigenen Weg zu gehen. Aber das spricht für die Autonomie, das spricht nicht für die Selbstbestimmung. Ja, ich glaube, das spricht eher für das Europa der Regionen, weil es geht ja nicht darum, ob man jetzt eine Autonomie hat oder nicht, sondern es geht darum, ob man eigenständige Entscheidungen auf regionaler Ebene treffen kann, weil da steht jetzt nicht die Wirtschaft im Vordergrund vielleicht als Argument, sondern da steht schon für Südtirol ganz spezifisch auch der Minderheitenschutz im Vordergrund. Wenn plötzlich grenzüberschreitende Partnerschaften, Beziehungen nicht mehr gepflegt werden können, dann ist das eine andere Situation, als was jetzt in der Basilikata oder in einer anderen Region, vor allem auch,
weil wir als Grenzregion uns mit den Maßnahmen vergleichen, die beispielsweise in Nord- und Osttirol getroffen werden. Auch was beispielsweise die Einschränkungen, es waren ja sehr starke persönliche Einschränkungen, ja, zum Beispiel, ob man den Partner noch treffen darf oder nicht. Ja, wenn man in einem italienischen Umfeld lebt, wo man nur das kennt und nicht diesen Blick über den Tellerrand hinaus hat, dann nimmt man das ganz anders wahr. Und deswegen glaube ich, ist es schon wichtig, dass wir hier darüber diskutieren, wie wir auch als Europaregion Tirol mit dieser Thematik umgehen, wenn plötzlich diese Staatsgrenze, von der immer alle behauptet haben, es gibt sie nicht mehr, jetzt plötzlich über Nacht da ist und sich Familien nicht mehr treffen dürfen. Und da würde mich eben gerade die Position der Grünen interessieren, die ja immer gesagt haben, es braucht keine Selbstbestimmung mehr, weil wir sind alle Europäer. Ich erinnere mich an die Diskussion um die doppelte Staatsbürgerschaft, wo ihr gesagt habt, das braucht es nicht, weil wir sind alle Europäer, wir haben den europäischen Pass. Es gibt ja eigentlich keine Grenzen mehr. Jetzt plötzlich sind die Grenzen trotzdem wieder da. Wie geht ihr als Grüne damit um? Stellt das nicht auch ein bisschen die eigene Wahrnehmung von Europa und die eigene Philosophie ein bisschen in Frage, wenn plötzlich im Grunde genommen eine, jetzt formuliere ich es bewusst provokant, eine einfache Grippe unter Anführungszeichen, unter großen Anführungszeichen, ausreicht, um im Grunde genommen Grenzen wieder aufzubauen? Naja, es war keine Grippe, es ist eine Pandemie und da hat man ja schon, ich glaube sogar du hast uns das erzählt, schon zu Urzeiten immer auf die gleichen Systeme auch zurückgegriffen, nämlich abzuschirmen, abzuschließen, also Menschen voneinander zu trennen, um Viren und Bakterien bei der Pest nicht weiterzugeben. Mhm. Ja? Wir haben das natürlich auf einer großen Skala in Europa gesehen und das hat uns, ja, das hat uns alle verstört. Denn zu sehen, dass Europa und wir als Grüne sind wirklich glühende Europäer und Europäerinnen, dass wir uns da eine Zeit lang auf Europa überhaupt nicht haben verlassen können, das war sehr verstörend. Mhm. Allerdings muss ich auch sagen, dass erstens die Grünen in Europa immer jene gewesen sind, die auch für ein solidarisches Europa gesprochen haben, auch in dieser Zeit, wo zum Beispiel gerade die am stärksten betroffenen Länder ja auch angefragt haben um besondere Hilfen, und zwar um Hilfen, die sie nicht durch Ausbluten des eigenen Sozialsystems irgendwann zurückzahlen müssen, sondern um Hilfen, die auf einem europäischen Solidargedanken auch fußen. Und da waren die Grünen wirklich eine ganz große Unterstützerinnen und Unterstützer. Wir glauben schon an ein Europa der Regionen, wir wissen aber auch, und du weißt das auch, du überschaust dieses Thema ja schon seit langem, dass das Europa der Regionen bisher noch keine Konkretheit hat. Also das ist etwas, wo noch gearbeitet werden muss, wo auch tatsächlich noch nicht wirklich ein Konzept dahinter steht. Deshalb glauben wir, ja, wir haben bei der Staatsbürgerschaft immer von der europäischen Staatsbürgerschaft gesprochen, als Überwindung der nationalen Staatsbürgerschaften. Wir haben immer gesagt, nein, das Ansammeln und Anhäufen von Nationalitäten, das kann es nicht sein, sondern sehr viel wichtiger ist eine große europäische Staatsbürgerschaft und die ist noch nicht durchgesetzt. Du beobachtest selber immer wieder das Thema der Studierenden und wir wissen, wie es da mit den Abschlüssen aussieht, wie es da mit der freien Beweglichkeit, mit der Anpassung von einem Gesundheitssystem in das andere aussieht. Also da glaube ich, da gibt es wirklich noch Visionsarbeit und konkrete Arbeit für Europa zu leisten. Das ist etwas, das mich sehr begeistert. Dann möchte ich da jetzt aber auch nachhaken, gerade beim Thema Staatsbürgerschaft. Glaubst du nicht, dass eigentlich, wenn jetzt, nehmen wir mal an, die Südtiroler hätten jetzt vor einem Jahr die Möglichkeit bekommen, die österreichische Staatsbürgerschaft als doppelte Staatsbürgerschaft anzunehmen, dass ganz anders mit dieser Grenzschließung umgegangen worden wäre, wenn man nicht diesen harten Schnitt hätte ziehen können, weil plötzlich auf der anderen Seite der Grenze auch die eigenen Staatsbürger wohnen? Weil hier hat mich auch ein bisschen die Position beispielsweise der Grünen in Österreich gewundert, weil wir reden zwar immer von einem Europa der Regionen, aber das muss ja gemacht werden von regierenden Politikern. Die Grünen beispielsweise in Österreich wären ja im Bund und in der Landesregierung in Nordtirol tätig, hätten ja auch die Möglichkeit gehabt zu sagen, nein, wir schließen keine Grenze, sondern wir lösen das Problem gemeinsam. Das hat man aber trotzdem nicht gemacht, weil man eben sich nur auf die eigenen Staatsbürger besonnen hat. Wäre man nicht vielleicht anders damit umgegangen, wenn es auch eine Verantwortung für die Bürger auf der anderen Seite der Staatsgrenze gegeben hätte? Das ist ja schon die zweite Frage. Ich habe da eigentlich auch schon zwei gestellt. Ja. Wollen wir jetzt nicht so genau sein? Ich denke mir, dass wir natürlich auch froh gewesen sind, dass nicht so viele Leute aus der Lombardei in dieser Zeit nach Südtirol gekommen sind. Also da schaut natürlich auch jedes lokale Gremium, wie soll ich sagen, jede Einheit auch auf die eigene Gesundheit. Das hat eine gewisse Verständlichkeit in einer Krisenzeit. Wir haben uns auch mit den Grünen in Tirol schon kurz geschlossen und haben auch überlegt, was wir tun können. Wir haben auch an Wien appelliert. Wir haben gesehen, dass dort dann die Vorsichtsschiene nochmal wichtiger war. Zurück zur doppelten Staatsbürgerschaft.
Du hast nämlich das auch schon aufgeworfen während der Debatte, erinnere ich mich, während der akuten Covid-Zeit jetzt. Und ja, ich denke mir, wenn, erstens mal ist es eine Spekulation, weil es ist ja nicht so weit. Deshalb sind wir auf einem spekulativen Gebiet. Aber wenn einige Menschen in Südtirol die doppelte Staatsbürgerschaft gehabt hätten und wir wissen, dass die ja immer nur im Gespräch war für bestimmte Leute, da komme ich dann jetzt zu meiner zweiten Frage, dass dann diese eine privilegierte Position eingehabt hätten und andere, die vielleicht schon von vornherein Lust auf die Staatsbürgerschaft gehabt hätten und sie nicht gekriegt hätten, die würden, sie hätten sich dann nochmal benachteiligt fühlen. Und das ist etwas, das einfach die Sprachgruppen im Lande so weit spalten kann. Und das wollen wir als Grüne, die wir immer auf beide Sprachgruppen schauen oder auf alle, es gibt ja nicht nur zwei, die das nicht aufs Spiel setzen wollten. Und da hänge ich jetzt gut meine zweite Frage, beziehungsweise auch schon zweieinhalbste Frage an dich an, Sven. Und das ist das eben. Uns liegen ja gerade liegt dieses Zusammenleben der Sprachgruppen sehr am Herzen. Und wir bringen auch immer wieder diese andere Sichtweise ein, die andere, der anderen Sprachgruppe, die vielleicht momentan nicht so stark im Fokus ist. Bei den Konferenzen, bei den Medienkonferenzen der Landesregierung, da haben übrigens von 112 Menschen, die dort gesprochen haben in dieser Zeit, da waren 9-mal Italiener, die gesprochen haben. Also nur um zu sehen, da gibt es auch das Gefühl der Benachteiligung im Land, das wollen wir nicht übersehen. Wenn wir aber davon sprechen, wenn wir hier vielleicht diese andere Sichtweise reinbringen, wie klingt das dann für euch? Sind wir da Exoten? Ist euch das auch wichtig und ist es euch wichtig oder egal, wenn eure Aktionen, die ja manchmal sehr, sehr provokant sind, auch immer wieder ein Drittel der Menschen in diesem Land riskieren? Nein, ich glaube, das hat ein bisschen auch mit politischen Vorurteilen zu tun, die wir vielleicht auch wir beide gegeneinander haben, dass ihr glaubt, wir haben keinen Kontakt zu Italienern und wir leben nur praktisch in unserer deutsch-ladinischen Welt. Und wir wissen nicht, was in der italienischsprachigen Welt vorgeht. Das ist absolut nicht der Fall. Wir haben ja beispielsweise sogar italienischsprachige Mitglieder, auch in Südtirol, die sagen, sie wollen einfach mit dem italienischen Staat nichts zu tun haben oder sie finden diese Situation, die Südtirol eben hat, historisch bedingt nicht in Ordnung. Ich finde das dann oft eher spannender, dass die politisch kein Sprachrohr haben, weil hier im Landtag, sagt er mal, wird der nationale Aspekt Italiens vertreten, aber nie ein lokaler italienischer Aspekt, weil die fast schon unter den Italienern oft die Verräter sind, wenn sie jetzt eine Position vertreten, die nicht dem Staatsraison und vielleicht auch nochmal dem nationalen Denken entsprechen würden. Ich glaube aber, dass die Italiener gerade in dieser Krisensituation schon auch ein bisschen in einer Schockstarre waren, weil sie gesehen haben, dass plötzlich der Staat versagt hat. Weil wenn wir uns die ganze Diskussion auch angeschaut haben um die Schutzmasken und so weiter, das wären ja eigentlich Aufgaben des Staates. Es wäre die ureigene Aufgabe des Staates, die Bürger in einer Krisenzeit zu unterstützen und auch zu schützen. Das hat der Staat aber in gewisser Hinsicht nicht mehr tun können. Wenn die Bürger gelesen haben, die Südtiroler mussten jetzt beispielsweise die Corona-Tests in Nordtirol durchführen lassen, weil man in Südtirol nicht mehr in der Lage war. Ja, aber bis zu einem kleinen Punkt nur. Also der Großteil ist in Nord- und Osttirol gemacht worden. Mhm. Beispielsweise Patienten aus Südtirol mussten nach Österreich, nach Deutschland gebracht worden, weil man in Italien nicht in der Lage war. Die Schutzmasken mussten von Österreich, wo sich das dann als Chaos herausgestellt hat, aber nach Südtirol gebracht werden, weil der italienische Staat nicht in der Lage war, das zu machen. Ja, das ist kein Vorzeigebeispiel. Nein, ich will nur sagen, das glaube ich, hat schon auch bei den Italienern etwas bewirkt, nämlich die Frage, ist überhaupt dieser Staat in der Lage, mich zu schützen in einer Krisenzeit? Mhm. Und dass sich da manche die Gedanken machen, wie sieht das eigentlich in der Zukunft aus? Und das höre ich jetzt zum Beispiel von ganz vielen Italienern, diese ganzen Versprechungen, die jetzt gemacht werden, wir zahlen das und der italienische Staat gibt da jetzt Beiträge, wer soll das alles einmal zahlen? Ich glaube, auch viele Italiener haben Angst, wenn jetzt zu dieser Gesundheitskrise noch eine Wirtschaftskrise dazukommt, was passiert dann mit Südtirol, was passiert mit Italien? Weil irgendjemand muss das ja zahlen und zahlen muss halt meistens der, der Geld hat und das ist dann halt Südtirol. Und wir hatten schon einmal die Situation, dass Italien beispielsweise auch Geld einfach von den Kontos abgezogen hat und das trifft dann Deutsche wie Italiener gleichermaßen. Aber Österreich hat uns da ganz schön im Stich gelassen. Nein, also dass da also von der Schutzmacht, die haben uns da schon wirklich im Stich gelassen. Ja, aber da sind wir wieder genau beim Punkt der Staatsbürgerschaft. Die Schutzmacht funktioniert nur dann, wenn man auch noch das Verantwortungsbewusstsein für die Bürger hat. Wenn das nur so eine altösterreichische Erinnerung ist, dann hängt das auch von den regierenden Parteien ab. Wenn aber die Bürger in Südtirol auch die eigenen Wähler sind, dann macht man halt die Grenze nicht einfach zu, weil dann verschreckt man auch die eigenen Wähler. Also ich würde vielleicht auch das unter dem Aspekt einmal ein bisschen sehen. Aber was mich jetzt auch interessieren würde, und zwar, das hat mich ein bisschen gewundert, ganz ehrlich, wir hatten ja vor 2 Wochen diese Pressekonferenz am Brenner. Und dort haben ja Vertreter aus Südtirol, aus Welschtirol, aus Nordtirol teilgenommen. Das war eine deutsch-, ladinisch- und italienischsprachige Pressekonferenz. Eigentlich
der Stoff, aus dem grüne Sommernachtsträume gemacht sind. Aber die einzigen, die nicht daran teilgenommen haben, waren die Grünen. Warum habt ihr da nicht über euren Schatten springen können und sagen können, ja, an sowas nehmen wir teil, weil wir wollen eigentlich auch, dass es in Europa die Grenzen geöffnet werden? Na, uns hat die Aktion nicht überzeugt. Die Aktion hat uns nicht überzeugt, und wie ich dann den Grobian von Lega, Regionalratspräsidenten am Brenner gesehen habe, dann habe ich gedacht, na gut, dass wir nicht dabei waren. Also das ist einer, mit dem ich nicht gern Kirschen esse, und das ist, der hat eine politische Art, mit der wir uns wirklich nicht identifizieren können. Aber das war bitte eine Person, an der möchte ich das jetzt nicht festmachen. Uns hat die Aktion insofern nicht überzeugt, dass es wir wirklich uns überlegt haben, teilzunehmen oder nicht. Für den offenen Brenner haben wir auch schon öfters demonstriert, gerne auch zusammen mit dem Trentino und zusammen mit dem Tirol, keine Frage. Aber wir haben uns dann beschlossen, einen anderen Weg zu gehen. Es war wirklich eine strategische Frage. Also den Gedanken konnten wir mittragen. Wir haben aber einen anderen Weg gesucht, und das ist der Weg des Dialogs und der Weg der Verständigung. Wir haben interveniert, wir haben Kontakt aufgenommen mit dem Gesundheitsminister, den hatten wir zum Glück über die Grünen von Baden-Württemberg, manchmal geht es auch ein bisschen verschlungen, und wir haben ihn darauf angesprochen und in einer sehr verantwortungsvollen Art, wie ich finde, die Rudi Anschober auch wirklich hat, hat er gesagt, ihm blute das Herz, nicht nur wegen Südtirol, sondern weil er ein Italienfreund ist, aber er sieht sich einfach nicht drüber aus. Und er hat eine sehr transparente und offene Herangehensweise in dieses Thema gezeigt. Ich glaube, das hat auch die Österreicher und Österreicherinnen sehr überzeugt und hat immer sehr gut geplant, da darf ich auch mal von Österreich schwärmen, hat wirklich die Bürgerinnen und Bürger immer mitgenommen und überzeugt von dem, was jetzt zu tun ist. Und deshalb, ja, bis auf einige Bereiche, wenn es nicht gut geklappt hat, hat, glaube ich, Österreich hier einen anderen Weg genommen. Italien, das muss man einfach sagen, und da glaube ich, seid auch hier solidarisch, hat wirklich die volle Breitseite dieses Coronavirus abgekriegt und hat da Pionier sein müssen für Europa, und das noch dazu mit einem Gesundheitssystem, das sukzessive und nicht durch grüne Regierungen, bitte, in Italien abgebaut worden ist. Also das, glaube ich, ist eines der Grundthemen. Unsere Zeit ist fast um, Sven, deswegen eine letzte Frage, eine ganz kurze Frage quasi, aber nochmal eine Grundfrage. Und zwar du glaubst an die Selbstbestimmung, aber glaubst du tatsächlich, dass du die noch erleben wirst? Also wird uns Österreich jemals wollen? Ja, das glaube ich schon. Wird Österreich Südtirol wollen? Ich glaube, das ist nicht die Frage, ob Österreich will, sondern die Frage ist, ob wir das wollen. Nein. Das ist, glaube ich, das die Gretchenfrage an der ganzen Sache. Nein, aber um zum Ernst der Sache zurückzukommen, ich glaube, dass die nächsten Jahre ganz entscheidend werden, weil es ist ein großer Vertrauensverlust in Europa passiert. Das ist in ganz Europa bemerkbar. Es ist auch, glaube ich, in Südtirol bei vielen Menschen jetzt langsam ein Lichtlein aufgegangen, dass dieser Staat uns nicht unbedingt eine sichere Zukunft bieten kann. Und die Frage ist, was passiert mit der Wirtschaftskrise? Wenn die wirklich zum Tragen kommt, was passiert dann mit Südtirol? Und ich halte das ja immer als recht spannend, sozusagen, wenn die Zukunft nicht in festen Bahnen ist, sondern wenn man eigentlich selber die Zukunft in die Hand nehmen kann und agieren kann. Da hat dann jeder seine Vorstellungen, wie die Zukunft besser sein sollte. Da geht dann unsere Gemeinsamkeit vielleicht auch schon wieder ein bisschen auseinander. Aber ich glaube schon, es gibt in der Geschichte immer so Wellen. Da geht es dann mal lange Zeit, passiert dann mal gar nichts. Das ist dann die Alltagspolitikphase, und dann gehen Dinge ganz, ganz schnell. Und Krisenzeiten sind halt Zeiten von Umwälzungen. Und ich glaube, das kann manches Mal ganz schnell gehen. Und ich glaube auch, dass diese Aktion, die der Schützenbund jetzt macht, trägt ja auch dazu bei, dass diskutiert wird. Und ich glaube, Diskussion ist wichtig, damit wir das vielleicht auch in Südtirol als Vorbild schaffen, wie wir eine Selbstbestimmung vielleicht über die Bühne bekommen, ohne dass das jetzt in ethnischen Auseinandersetzungen enden muss. Vielleicht, dass man das schafft, auch einmal einen gemeinsamen Weg in dieser Frage zu gehen. Weil wer weiß, wie Italien aussieht in 10 Jahren, wer weiß, wie Europa aussieht in 10 Jahren. Und ich glaube, da werden wir noch einiges zu diskutieren haben bis dahin. Aber und warst jetzt einfach am Ende jetzt doch noch vom Corona-Modus direkt in den Wahlmodus übergewechselt. Ich kann halt auch nicht aus meiner Haut, aber ich würde dir das letzte Wort lassen, würde ich sagen, weil wir sind jetzt am Ende unserer Sendung. Ja. Ich hoffe, dass dieses erste Format doch einigen vielleicht gefallen hat, dann könnten wir das mal wiederholen. Aber Brigitte, ich würde dich jetzt die Verabschiedung machen lassen und danke dir auch für deine Teilnahme bei dieser ersten Probesendung sozusagen von Pro und Contra, die wir hier mal probiert haben. Ja, danke. Danke für die Einladung. Danke, Sven. Ganz grün sind wir uns nicht geworden, aber wir haben einfach, glaube ich, noch viele Hühnchen zu rupfen, gerade zu diesem Thema.
werden wir, glaube ich, noch weiterhin machen. Das hier war unser Experiment mit einem Inhouse Pro und Contra. Danke, dass ihr uns zugeschaut habt. Danke, für die wir mitgearbeitet haben. Und vielleicht ein andermal zu einem anderen Thema. Der Dialog muss offen bleiben. Dankeschön.